Musik, dieser Titel, der schien uns einfach sehr passend für unser CD-Projekt, weil er genau das ausdrückt, was die englische Musik des 17. Jahrhunderts ist, nämlich die Leidenschaft für die Musik. Es ist eine extrem stilistisch und formal vielfältige Musik. Wir haben auf der einen Seite die Kunstmusik mit ihren ausgeprägten Formen, also die alten gearbeiteten Formen, der kontrapunktische, polyphonische Stil. Aber auf der anderen Seite eben die Volksmusik, die aber sehr oft Einzug hielt in die Kunstmusik. Also auch diese Verbindung, diese Brücke hat uns gereizt. Und in der Volksmusik sind es eben diese vielen kleinen Tunes, eigentlich Melodieschnipsel, die erst einmal ohne Bass einfach nur so als 30-sekündige Melodie da sind und mit denen man etwas tun muss, also es arrangieren muss. Das haben die Menschen damals so gemacht und das haben wir heute wiederholt. Natürlich sehr viele Geschichten, die sich um diese kleinen Tunes wiederum ranken. Es ist zum Teil Tanzmusik, es sind zum Teil Laments, also zum Teil sogar Totenklagen. Es sind Melodien, die im English Dancing Master gesammelt wurden und zu denen getanzt wurde. Zum Beispiel das berühmte Stingo, auch bekannt damals als Cold Raw. Wir wissen, dass Queen Mary diesen Tune sehr schätzte und Henry Purcell ihn dann einarbeitete in eine Ode für die Queen Mary. Das heißt, hier hielten wirklich diese kleinen Melodien auch Einzug in die Kompositionen der großen Barockmeister des 17. Jahrhunderts. Es gibt ein Repertoire, das ist genannt Lyra Viol Repertoire. Das ist meistens Solo-Musik, aber das ist wirklich kleine Tunes mit Bearbeitung für die Akkorde, für die Gambe. Das klingt wirklich wie eine Fiddle. Also auf der CD ist eigentlich eine sehr bunte Mischung von den typischen Instrumenten, die in England im 17. Jahrhundert in der Kammermusik im Gebrauch waren, vertreten. Also zum einen natürlich die ganz verschiedenen Blockflöten, also die chorisch eingesetzt wurden im Konsort, also von der Sopranblockflöte bis zur Bassblockflöte. Dieses hier ist so ein Renaissance-Typus. Man sieht an der breiten Bohrung der Löcher oder auch überhaupt dem trompetenartigen Ausgang, dass das ein Instrument ist, was einen sehr vollen, grundtönigen Klang hat. Wir kennen uns schon seit fast 10 Jahren, kann man sagen, und haben zunächst einige Konzerte zusammengespielt und haben gemerkt, dass das eigentlich sehr gut zusammenpasst künstlerisch und dann auch angefangen, CDs aufzunehmen. Jetzt sind wir auch noch Kollegen am Mozarteum hier in Salzburg und dadurch sehen wir uns eigentlich recht häufig und haben eben die Möglichkeit eines Austauschs. Und dieses Projekt haben wir eigentlich schon fast vor 3 Jahren angefangen anzudenken, auch schon Konzerte damit gespielt und sehr, sehr lange eigentlich daran geplant und wieder umgestellt und neue Arrangements gefunden und neue Stücke gefunden. Und es war eigentlich ein sehr, sehr langer Entwicklungsprozess, bis es eigentlich zu diesem Produkt kam, zu dieser CD The Passion of Music.